das iMOOCs-Logo, ein Smiley mit Brille. Farbige Würfel und der Schriftzug MECOMOOC. Vortrag Martin Ebner, Technische Universität Graz. Im Hintergrund ist eine Tafel mit dem Schriftzug Medieninformatik eingeblendet. Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu der Einheit Medieninformatik. Medieninformatik ist also ein Teilgebiet der Informatik natürlich und beschäftigt sich also primär damit, wie man Medien verwenden kann und die verschiedenen Einsatzformen. Das geht also von der Videoerstellung, Datenbanken, also natürlich sehr weit. Und als Teilgebiet der Medieninformatik wiederum gibt es die sogenannte Bildungsinformatik. Das ist also jene Informatik, die sich eigentlich dafür einsetzt, die Informatik für Bildungszwecke zu verwenden. Und als erste Einheit möchte ich also das Thema Bildungstechnologien aufgreifen. Bildungstechnologien, das ist also ein sehr traditioneller Begriff, den gibt es natürlich schon sehr lange, geht sehr weit zurück und beschreibt eigentlich alles, was wir im Zuge der Bildungsmaßnahmen, welche Medien wir hier einsetzen. Und das erste, wahrscheinlich auch heute noch wichtigste Medium ist die sogenannte Kreidetafel. Die geht also bis ins 17. Jahrhundert zurück, ist also das erste große Medium, das man tatsächlich also in Hörsälen, damals noch vielleicht Hörräumen, bis hin in Klassenzimmern verwendet hat und ist nichts anderes wie die Möglichkeit, mit einer Kreide auf eine grüne Schieferntafel zu schreiben. Eine weiße Kreide schreibt Hallo auf die Tafel im Hintergrund. Das kennt natürlich jeder, hat jeder bereits durchgemacht in seinem Leben, hat es in einem Klassenzimmer gesehen, gibt es also heute eigentlich standardmäßig überall. Und hat also einen großen Nachteil, man muss natürlich in dem Moment, wo man schreibt, dem Auditorium, also Ihnen, eigentlich den Rücken zuwenden. Martin Ebner dreht sich um und wendet somit den Zusehenden den Rücken zu. Jetzt habe ich natürlich ein Glück, weil ich natürlich ein Mikrofon angesteckt habe. Das heißt, Ihr Ton wurde nicht beeinträchtigt. Im Klassenzimmer ist das aber tatsächlich ein Problem. Man lernt zum Beispiel, man soll also zum Beispiel schreiben und nicht gleichzeitig reden, weil natürlich auch die Akustik dadurch beeinträchtigt wird, wenn man gegen die Tafel spricht. Aber wie gesagt, natürlich heute noch immer das Medium schlechthin. Und es hat sich erst im Laufe der Zeit also gewandelt, also auch weil also auch neue Techniken aufgekommen sind. Heute gibt es zum Beispiel auch schon Whiteboards, das ist noch nicht also jetzt technisch im Sinne von digital. Whiteboard ist etwas, wo Sie wie bei einer Kreidetafel natürlich halt nur mit einem Stift schreiben, den Sie also dann auch wieder abwischen können. Hat den Vorteil vielleicht, dass es also schneller und sauberer ist vielleicht als die Tafel, sie kratzt nicht so viel und man braucht natürlich also diese speziellen Whiteboard-Stifte. Und aus dem abgeleitet, hat aber technisch gesehen wenig damit zu tun, ist das sogenannte Interactive Whiteboard. Das Einzige, was vielleicht gemeinsam ist, ist, dass beide tatsächlich weiß sind, während aber das interaktive Whiteboard ein bereits digitales System ist, wo Sie Ihren Computer anstecken können. Meistens sind es also heute Laptops, manchmal geht es also auch schon über WLAN heute und Sie projizieren quasi dann entweder ein Bild oder Sie können mit speziellen Stiften dort also direkt interaktiv mit Ihrem Computer arbeiten und alle sehen natürlich also das Bild des Whiteboards. Einblendung eines Interactive Whiteboards, vor dem Schüler und Schülerinnen stehen und mit Stiften eine Grafik ergänzen. Das ist in vielen Staaten sehr weit verbreitet, vor allem also im angloamerikanischen Raum. Also gibt es eine sehr große flächendeckende Maßnahme, solche Interactive Whiteboards in die Klassenzimmer zu bringen. Im mitteleuropäischen Raum, so wie hier in Österreich, findet man es eigentlich nur vereinzelt. Liegt ein bisschen natürlich an der Kostenfrage und natürlich auch, dass Sie mit dem Interactive Whiteboard alleine nichts anfangen können. Sie brauchen natürlich einen Computer oder Laptop dazu und Sie brauchen entsprechende Programme und so weiter und so fort. Es sind natürlich sehr umfassende Maßnahmen. Und der entscheidende Nachteil der Kreidetafel ist eigentlich also nicht wirklich behoben worden, weil man muss sich ja wieder mit dem Rücken zum Auditorium stellen. Ja, nach diesen gibt es natürlich noch sehr klassische Technologien, die heute fast kaum mehr verbreitet sind, aber wahrscheinlich vielleicht noch vereinzelt in Klassenzimmern vorkommen. Da gibt es den Diaprojektor, wie Sie vielleicht noch kennen, wo man also diese kleinen Fotos projizieren konnte. Das ist heute so fast weitestgehend ersetzt. Öfters vorkommen tut noch der Overhead,
Oberhead die Möglichkeit, also dass Sie eigentlich also auf einer transparenten Folie schreiben und dann also dieses an die Wand werfen können. Mit dem großen Nachteil, dass Sie zwar grundsätzlich so schreiben können, wie Sie es gewohnt sind, also nicht wie bei der Kreidetafel hier die Schrift sehr groß machen müssen, mit dem Nachteil, dass Sie natürlich immer bei diesem Video Overhead-Projektor stehen müssen, ja, weil sonst also können Sie dort also wenig schreiben und also auch das Schreiben durchaus schwierig ist. Ja, dann gibt es etwas, das sehr wenig bekannt ist und auch nur vereinzelt eingesetzt worden ist, das ist der sogenannte EPI-Projektor. EPI-Projektor, hier können Sie einfach ein Blatt Papier, das also braucht nicht durchsichtig zu sein, unter den Projektor hineinschieben und können dann dieses an die Wand werfen. Hat den Vorteil, dass Sie also keine transparente Folie brauchen. Sie können vielleicht also das ganz normal also auf Papier entwickeln und dann eben projizieren. Wie gesagt, wurde nur sehr, sehr vereinzelt eingesetzt. Danach ist eigentlich die Generation gekommen, wie Fernseher, Monitore, diese natürlich als Technologien, um also Filme zu zeigen. Hat es also früher riesige Projektionsmaschinerien gegeben. Heute natürlich können Sie einen Flachbildschirm verwenden, einen Videorekorder oder eigentlich schon einen DVD-Player verwenden, und um auch quasi hier offline gewisse Bewegtfilme also zu zeigen. Sehr spannende Technologie natürlich auch noch im Unterricht, die also immer mehr aufkommt, ist Touchscreen-Technologie, wie Sie es also von Ihren Smartphones und Ihren Tablets gewohnt sind. Das ist also auch die Überleitung. Also zunehmend kommen natürlich auch Tablets, weil sie etwas größer sind, sie sind beweglicher. Sie können also auch drauf schreiben und haben also eigentlich also einen vollwertigen, teilweise vollwertigen Computer unter sich. Und auch Smartphones, weil zum Beispiel zum Bilder anschauen reicht es natürlich auch, wenn Sie Fotos von Ihrem Smartphone herzeigen. Was Sie dazu brauchen, ist eine weitere Technologie, das ist der sogenannte Videoprojektor. Der Videoprojektor, umgangssprachlich Beamer bezeichnet, den wir am Anfang also noch mit verschiedenen Farbkanälen gekannt haben, riesengroße Projektoren, sehr laut mit großer Lüftung. Heute sind sie sehr klein, können HD-Qualität und sind also fast schon standardmäßig also auf Universitäten und Hochschulen vorhanden und auch zunehmend in Klassenzimmern. Ja, und damit Sie natürlich also auch digital projizieren können, brauchen Sie digitale Eingangsgeräte. Das sind also teilweise PCs, Laptops, Notebooks, die Sie also einfach mitbringen einerseits, oder eben Standgeräte, die also vor Ort in die ganze Medien-Environment also des Raumes eingebaut sind. Der Vorteil des eigenen Gerätes sind klar, Sie können sich Ihre eigenen Sachen machen, können sich zu Hause vorbereiten, brauchen also nichts mitnehmen. Der Vorteil also des Standgerätes ist natürlich der, dass das wahrscheinlich sicherer funktioniert, als wenn Sie versuchen, also Ihr eigenes Equipment mitzubringen. Hier gibt es immer einen Tipp am Rande, also so vorher einmal auszutesten, bewährt sich also immer sehr. Ja, dann gibt es also noch zwei weitere Dinge, die man vereinzelt findet aus der Bildungstechnologie-Sicht heraus, und zwar Interactive Pen Displays. Das sind also eigentlich, wir nennen es dumme Bildschirme, die also vor Ihnen liegen, wo Sie einen eigenen Stift dafür haben. Dort stecken Sie zum Beispiel also Ihr Notebook, Ihren Laptop an, und damit bekommen Sie also das auf diesen Display projiziert und können also hier dann interaktiv auf dem Pen-Display arbeiten, und gleichzeitig kann das natürlich über einen Videoprojektor wiederum projiziert werden. Damit haben Sie also die Möglichkeit, ein nicht touchfähiges Gerät, wo Sie also schreiben, also in ein touchfähiges Gerät quasi zu verwandeln. Und zu guter Letzt gibt es manchmal vereinzelt, findet man sogenannte Paper-Shows, Paper-Show-Technologie. Ich sehe es auch als Vorläufer der Touchscreen-Technologie. Das sind also eigentlich intelligente Stifte, wenn Sie so wollen, wo Sie ganz normal also auf einem Papier schreiben, und dann kann es sein, also dass dieser Stift eine Kamera eingebaut hat und dann quasi mitfilmt, also was Sie schreiben, und das können Sie also quasi gleichzeitig auf Ihren Computer übertragen und damit selbstverständlich auch projizieren. Oder es hat also auch so Dinge gegeben, wo Sie einen Rahmen haben, und der Rahmen greift also über Infrarot-Technologie im Prinzip die Position des Stiftes ab und ermittelt also so quasi Ihr Schriftbild. Also auch alle diese Dinge hat es bereits gegeben und werden also vereinzelt eingesetzt. Ich würde heute sagen, Standardanwendung ist so, dass grundsätzlich Projektoren vorhanden sind und zunehmend die Entwicklung dahin geht, also dass natürlich jeder Lehrende seine eigene Technologie mitbringt und mit dieser dann also im Prinzip weiterarbeitet. Einblendung einer Tafel mit der Zusammenfassung Bildungstechnologien im Klassenzimmer. Erstens Kreidetafel. Zweitens
Whiteboard. Drittens, interaktives Whiteboard. Viertens, Diaprojektor. Fünftens, Overhead. Sechstens, Epi-Projektor. Siebtens, Fernseher, Monitor, Videorekorder, DVD-Player. Achtens, Touchscreen. Neuntens, Videoprojektoren. Zehntens, PC, Laptop, Netbook. Elftens, Interactive Pen Display. Zwölftens, Paper Show. 13, Smartphone. Der Nachspann mit Quellenangaben und Produktionsdetails wird eingeblendet. Die Informationen dazu sind im Transkript detailliert aufgelistet.